Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute alle recht herzlich begrüßen zu diesem Schilddrüsen-Donnerstag. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Weltschilddrüsentag. Jedes Jahr am 25. Mai versuchen die verschiedenen Fachgesellschaften, ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen für das Organ Schilddrüse und ihre Erkrankungen. Es werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um das Bewusstsein in der Bevölkerung für Schilddrüsenerkrankungen ein bisschen zu schärfen. Ich darf Sie heute an diesem ganz besonderen Tag recht herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass ich heute diese Veranstaltung moderieren darf. Es geht heute über Halslymphknoten im Ultraschall und wir sind wieder sehr hochkarätig besetzt. Ich freue mich sehr, dass Herr Professor Jecker als Diskutant zu uns gekommen ist oder uns zugeschalten hat. Er ist aus Bad Salzungen, ist HNO-Arzt, leitet die dortige Klinik, beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit Ultraschall, operiert selbst viele Schilddrüsen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Und ich darf auch Stefan Meng recht herzlich begrüßen. Stefan Meng ist aus Wien, ein ausgewiesener Hals-Ultraschall-Experte, der sich auch schon viele Jahre schwerpunktmäßig mit dem Hals-Ultraschall beschäftigt. Lieber Stefan, ich darf dich bitten, dass du uns mit deinem Vortrag jetzt beginnst. Danke für die Einladung, danke für die Einführung. Ich werde meinen Bildschirm teilen. Okay, das Thema ist Halslymphknoten im Ultraschall. Ich werde kurz über Hardware sprechen, auch ganz kurz über die Level-Einteilung und dann vor allem über die morphologischen Kriterien in der Beurteilung der Lymphknoten. Was die Hardware angeht, wir wissen, wie Lymphknoten ausschauen. Wir wissen, dass am Hilus die Blutgefäße ein- und austreten und die Lymphgefäße austreten, während die afferenten Lymphgefäße an der Konvexität des Lymphknotens eintreten. Im Inneren haben wir einen Kortex und in der Mitte einen weißen Fleck. Dieser weiße Fleck ist der Sinus oder Hilus. Mit Ultraschall schaut das bekanntermaßen sehr einfach aus. Am Hals sind die Lymphknoten oval, eiförmig, ovoid, sind echoarm und haben in der Mitte einen weißen Fleck, sind scharf begrenzt. Wenn wir über Hardware reden, kann man natürlich einerseits über Frequenzen sprechen und über Post-Processing. Hier ein Beispiel einer Patientin mit einem primären Lymphödem, bei der die Lymphgefäße natürlich etwas betont sind. Wir sehen hier ein Video. Wir sehen, wie die Blutgefäße in den Lymphknoten eintreten. Und wenn Sie genau schauen, sehen Sie im rechten oberen Eck auf 1 Uhr die afferenten Lymphgefäße eintreten. Das heißt, mit sehr hoher Frequenz, hier mit 24 MHz, kann man natürlich viel mehr Strukturen im Inneren des Lymphknotens erkennen. Welche Schallköpfe sind sinnvoll in der Beurteilung von Lymphknoten? Also der gängigste Schallkopf ist sowas bei 12 bis 18 MHz, 18 schon sehr am oberen Ende, 10, 12 MHz am unteren Ende. Wenn Sie einen Schallkopf nehmen, den Sie normalerweise, mit der Sie auch Karotis-Untersuchungen machen, kann man natürlich auch Lymphknoten beurteilen. Kleinere Strukturen innerhalb des Lymphknotens sind dann viel schwerer zu beurteilen. Ein hockeyschlägerförmiger Schallkopf, wie Sie es hier sehen, ist natürlich in der Auflösung ideal, nur ist dann wiederum die Auflagefläche zu klein, der gescannte Bereich ist zu klein, das heißt, Sie brauchen viel mehr Handbewegung, um den ganzen Hals abzusuchen. Schallköpfe mit 33, 24 MHz oder auf der anderen Seite ein Abdomenschallkopf, so ein Curved-Schallkopf mit 8 MHz, das ist natürlich eine Themenverfehlung am Hals. Ganz, ganz selten bei ausgeprägten entzündlichen Prozessen braucht man niedrigere Frequenzen und ganz, ganz selten braucht man am Hals sehr hohe Frequenzen, die weit über 20 hinausragen. Hier sehen Sie zwei Bilder von der gleichen Ultraschallfirma, ein High-End-Gerät der vorigen Generation und ein aktuelles High-End-Gerät.
Die Frage ist, kann man auch mit älteren Schallköpfen, älteren Ultraschallsystemen untersuchen? Das ist die Region, die submentale Region von mir, am gleichen Tag, in der gleichen Stunde gescannt mit einem High-End-Gerät der vorigen Generation, der aktuellen Generation. Sie sehen, man kann die Lymphknoten in der Mitte entdecken. Man kann die Strukturen innerhalb des Lymphknotens auch mit der vorigen Generation sehen. Der Bildeindruck ist ein bisschen runder, ist besser mit dem neuen System. Natürlich kommt dazu auch noch, was man gewohnt ist. Also neuere Geräte sind natürlich meistens besser als die vorige, Generation, nicht immer. Aber die Frage ist, ob man wirklich das Neueste braucht, um zur Diagnose zu kommen. Die Level-Einteilung in der Beurteilung von Lymphknoten ist ganz wichtig. Wir verwenden hier ein System, das abgeleitet ist aus den Level-Einteilungen für Lymphknotenoperationen, die Sektionen am Hals. Die Level-Einteilung grundsätzlich orientiert sich interoperativ an anatomischen Strukturen, die nicht immer auch bildgebend mit allen Modalitäten, und da rede ich nicht nur von Ultraschall, sondern auch von CT und MR, sichtbar sind. Also wenn wir zum Beispiel hier oben bei Level 2 den Verlauf des Nervus accessorius nehmen, ist der natürlich mit Nervenultraschall schon zu sehen, aber ist der wirklich bei jeder Ultraschalluntersuchung gleich schnell aufzufinden und kann man ihn auch mit CT und MR sehen? Natürlich brauchen wir eine Level-Einteilung, die sich die Grenzen nimmt, die angenähert sind, deren chirurgischen Level und die auch in anderen bildgebenden Methoden darstellbar sind. Und so haben wir die Level 2, 3 und 4 begrenzt durch den Längsverlauf der Vagina carotica und hinten begrenzt durch den Hinterrand des Musculus sternocleidomastoideus. Wir haben als weitere Grenze zum Nacken, was wir sozusagen nicht mehr zum Hals dazuzählen, den Vorderrand des Musculus trapezius und nach die horizontalen Grenzen, für die verwenden wir unten die Clavicula, dann eine Ebene, die durch den Unterrand des Cricoids zieht und eine weitere horizontale Grenze, die beim Unterrand entlang des Unterrands des Hyoids zieht. Level 1a und 1b unterscheiden wir durch den Verlauf des vorderen Bauchs des Musculus digastricus. Was uns bewusst sein muss, ist, dass wir solche auch wichtigen Lymphknotenregionen nicht in der Level-Einteilung drinnen haben, wie zum Beispiel die Lymphknoten in der Glandula parotidea oder die Lymphknoten, die periaurikulär liegen, auch hinter dem Ohr, und natürlich die nuchalen Lymphknoten, die hier nicht in der Level-Einteilung dabei sind, aber genauso bei verschiedenen Erkrankungen dabei sein können. Level 7 ist definiert schon, gibt es, aber die Frage ist, wie gut schauen wir hinter das Sternum, und auch mit viel Reklination und Kopftieflage an der Liege kommen wir weit genug hinunter. Also an manchen Patienten natürlich und bei manchen Patienten fast gar nicht. Das sind sicher unsere Schwächen, genauso wie auch die tief parapharyngealen und retropharyngealen Lymphknoten sonografisch nicht regelhaft gesehen werden können. Wenn wir jetzt die Level-Einteilung an diesem Panoramabild vornehmen, sehen wir hier eine Grenze gezogen am Vorderrand des Musculus trapezius, eine zweite Grenze am Hinterrand des Musculus sternocleidomastoideus und hier eine Grenze entlang der Vagina carotica für die vertikalen Grenzen. Und so haben wir vorne Level 6, in der Mitte Level 2, 3 und 4, je nachdem in welcher Höhe wir sind, und dann die Level 5a und b für die hintere Säule. Noch weiter nach hinten ist dann Nuchal, was wir dann mit dieser Level-Einteilung nach Zahlen nicht mit erfasst haben. Wenn wir ein sagittales Bild nehmen, also paramedian sagittal über das Larynx-Skelett, sehen wir die erste Grenze hier beim Hyoid. Ich gehe da nochmal weg. Wir erkennen das Hyoid nur an dem kleinen Reflex und dem langen Schatten.
am Unterrand des Hyoids und am Unterrand des Krikoids nehmen wir die horizontalen Grenzen. Und so kann es für Läsionen, die unterhalb der unteren Grenze, unterhalb des Krikoids, können das nur die Level 6 vorne in der Mitte 4 und 5b sein. Und für die mittlere Etage 6, 3 und 5a und ganz oben 1, AB, 2 und 5a. Die Frage ist natürlich, wie man das praktisch anwendet, wenn Sie einen Lymphknoten lokalisieren, idealerweise und typischerweise, wenn Sie einen Patienten nach dem anderen untersuchen müssen, zum Beispiel in der Axialebene, dass wenn Sie axial den Lymphknoten detektieren, dann über den Lymphknoten den Schallkopf drehen in eine Sagittal-Koronalebene und dann nach medial fahren, in einer horizontalen Achse nach medial fahren und sich dann anhand des Larynx-Skeletts orientieren, um zu wissen, in welcher Etage Sie sind. Weil wenn Sie axial schallen, wie zu Beginn, wissen Sie ja, ob Sie eher bei der Vagina carotica oder beim Musculus sternocleidum mastoideus oder dahinter sind. Das erfordert am Anfang etwas Übung, ist aber eigentlich, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, relativ einfach. Von der Level-Einteilung weg zu morphologischen Kriterien, das ist sicher das, was am schwierigsten ist in der Beurteilung von Lymphknoten. Wie Sie sicher andere Befunde und Ihre Kollegenschaft kennen, das häufigste Kriterium, das in Befunden erwähnt wird, ist die Präsenz oder die Absenz des Hilus und die Größe des Lymphknotens. Aber das sind nur zwei Kriterien von circa 9 Kriterien. Und ideal ist es natürlich, wenn man sich nicht nur auf 2 beschränkt, sondern alle Kriterien zu Hilfe nimmt, die wir kennen. Also kommen wir zum häufigst verwendetsten. Das ist die Existenz des Hilus. Sie sehen hier schematisch einen normalen Lymphknoten. Sie sehen zentral, echoreich, den Hilus und den Kortex des Lymphknotens, echoarm, als schmalen Rand um den Hilus herum. Das ist ein verdächtiger Lymphknoten. Hier fehlt der Hilus. Wie kommt das? Über die afferenten Lymphgefäße dringen die Tumorzellen in den Lymphknoten ein und vermehren sich dort, und durch die Vermehrung kommt es zu einer Destruktion der inneren Architektur des Lymphknotens und zu einer Verdrängung der typischen Strukturen, so auch des Hilus. Also Sie sehen hier die Aufzweigung, die baumartige Aufzweigung der Blutgefäße im Lymphknoten wird destruiert und also zuerst verdrängt und dann destruiert, wie hier in der letzten Phase, wo Sie dann eigentlich von der Architektur des Hilus gar nichts mehr sehen. Und im Beispiel sehen Sie hier jetzt einen Lymphknoten mit dem weißen Fleck in der Mitte, und das ist ein verdächtiger Lymphknoten. Hier ist es zu einer Obliteration des Hilus gekommen, hier im Falle eines B-Zell-Lymphoms. Das ist ein relativ sicheres Zeichen, also bis zu 90% der benignen Lymphknoten haben einen Hilus, aber doch auch gibt es immer wieder maligne Lymphknoten, die auch einen Hilus haben. Aber natürlich im Vergleich ist das ein kleinerer Anteil, und so sind Sie relativ sicher, wenn Sie dieses Zeichen anwenden. Aufpassen müssen Sie bei Patienten mit einer Anamnese eines Mammakarzinoms. Dieses Zeichen ist bei dieser Anamnese und wenn Sie auch den klinischen Verdacht haben, ein schwaches Zeichen, weil bis zu 76% der Lymphknoten, die dann auch retrospektiv eine Metastase drinnen hatten, hatten auch morphologisch ein Hilum. Bei der Voranamnese eines Plattenepithelkarzinoms kann ein Hilus fehlinterpretiert werden. Was bedeutet das? Sie sehen einen Lymphknoten, Sie sehen einen weißen Fleck im Inneren und Sie sagen, ja, der Lymphknoten hat nichts, weil der hat einen Hilus. Mit der Anamnese eines Plattenepithelkarzinoms kann es sich bei diesem weißen Fleck eben nicht um den Hilus handeln, sondern um die intranodale Metastase, die sich auch echoreich darstellt. Und so kommt es zu einer Fehlinterpretation. Das passiert vor allem beim Plattenepithelkarzinom, das gibt es auch bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Tuberkulose, wo größere Areale innerhalb des Lymphknotens sich echoreich darstellen können.
Wenn Sie sehr kleine Lymphknoten unter 5 mm beurteilen, darf ein Hilus fehlen. Die sind quasi in einer normalen Untersuchung, mit einer normalen Ultraschallfrequenz de facto nicht vorhanden. Würde man in einer höheren Frequenz untersuchen, ist der Hilus natürlich vorhanden und fehlt nicht. Er ist nur zu klein, um in einer regelhaften Standarduntersuchung gesehen zu werden. Also hier ein Beispiel. Das ist ein Lymphknoten in der Mitte, der von einer Plattenepithelkarzinom-Metastase erfasst ist. Und Sie sehen hier einen weißen Fleck. Wenn Sie genau schauen, sehen Sie hier noch einen zweiten weißen Fleck. Das könnte man natürlich missinterpretieren. Das ist hier ein einschlägiges Bild. Das, natürlich wissen Sie, dass das nicht so ist. Aber wenn man schnell drüber schaut, kann man sich vorstellen, dass man das übersehen kann als eigentliche Metastase. Hier sehen Sie einen Schnitt in einer Koronalebene über die Submentalregion, Level 1a. Sie sehen hier oben einen kleinen Lymphknoten. Dieser Lymphknoten hat ca. 4,7 x 1,3 mm. Und wenn Sie genau schauen, sehen Sie im Zentrum dieses winzigen Lymphknotens, hier mit größerer Auflösung von 21 MHz geschallt, sehen Sie hier einen weißen Fleck in der Mitte. Das ist natürlich der Hilus. Und wenn man dann noch weiter schaut und Farbe reinhält, sieht man sogar, dass dort ganz normal die Blutgefäße eintreten und sich baumartig aufzweigen. Die Größe. Das zweitbeliebteste Kriterium in der Beurteilung von Lymphknoten. Sie sehen hier einen normalen Lymphknoten und hier einen suspekten Lymphknoten. Der unterscheidet sich vom anderen Lymphknoten allein durch die Größe, sonst durch kein anderes Kriterium. Und als Beispiel sehen Sie hier einen Lymphknoten mit ca. 2,5 x 0,9 cm und hier einen anderen Lymphknoten mit ca. 4,2 x 1,9 cm. Also der Querachsendurchmesser ist die relevante Achse in der Größenbeurteilung und ist hier beim unteren Lymphknoten viel zu groß mit ca. 1,9 cm. Also wir nehmen die Querachse, nicht die Längsachse. Und der Kurzachsen- oder der Querachsendurchmesser ist der relevante, der auch in den Publikationen erwähnt wird als für verschiedene Schwellen, die angegeben sind. Also der obere Lymphknoten ist einer, der egal ist, der reagiert nur auf irgendeinen Keim und der untere gehört zu einem diffus großzelligen B-Zell-Lymphom. Ein anderes Beispiel, hier sehen Sie zwei vermeintlich schöne Lymphknoten. Wenn Sie so einfach so drüber schauen, könnten sie ein bisschen reaktiv sein. Würde man sie vermessen, würde man sehen, dass sie zu groß sind. Das spricht natürlich, das passt zu dieser Grunderkrankung, die hier vorliegt, einem Lymphom. Wie sind die Größen, die wir als normal erachten? Also wie gesagt, geht es hier um den Kurzachsendurchmesser des Lymphknotens. Also die größten Lymphknoten, die wir erwarten können mit kurzer Achse von 8 mm, sehen wir hier in der Region 2, 1b in dieser Region. Das sind die größten Lymphknoten, die wir am Hals entdecken. Für die übrigen Regionen ist ein kurzer Achsendurchmesser von 5 mm als noch normal als obere Grenze definiert. Wenn man eine andere Publikation nimmt, auch eine Review-Arbeit, sind wir im Level 2 bei ca. 7 mm und in den übrigen Level bei 6 mm. Sie wissen, was man von Messen halten kann. Also wenn man die Schilddrüse mehrmals abmisst, bekommt man mehrere Werte bei der gleichen Person, beim gleichen Gerät, beim gleichen Untersucher. Insofern ist ein Unterschied zwischen 6 und 7 mm doch sehr knapp. Aber auch zwischen 5 und 8 mm ist das sehr knapp. Also wenn man sich im unteren Bereich bewegt, wenn man einen Lymphknoten im Visier hat, will ich da schon sehr, also das als einziges Kriterium ist dann schon sehr hart. Aber was man an diesem Bild gut erkennen kann, ist, dass wir die größten Lymphknoten im Level 2 am Kieferwinkel zu erwarten haben und die übrigen Lymphknoten sollten deutlich kleiner sein. Die Kortexbreite, ein sehr interessantes Kriterium. Was bedeutet das? Also Sie sehen hier wieder einen normalen Lymphknoten und hier einen verdächtigen Lymphknoten. Dieser Lymphknoten hat eine Beule nach außen und nach innen. Sie sehen
dass es einerseits zu einer Ausbeulung der äußeren Kontur des Lymphknotens kommt und zu einer Impression des Hilus nach innen, weil hier es zu einer Vermehrung von Volumen kommt. Als Beispiel, hier sehen Sie einen normalen Lymphknoten und hier sehen Sie einen verdächtigen Lymphknoten bei einem follikulären Lymphom. Hier sehen Sie auch eine Beule, ich umfahre den Lymphknoten. Das ist der Lymphknoten. Sie sehen, dass der Lymphknoten über weite Strecken einen ganz schmalen Kortex hat und einen sehr breiten Hilus. Und hier sehen Sie eine kortikale Beule. Das ist der Lymphknoten im Rahmen eines diffus großzelligen B-Zell-Lymphoms. Und hier eine Plattenepithelkarzinom-Metastase in einem Lymphknoten. Sie sehen hier einen kleinen Lymphknoten. Sie sehen hier den Hilus und hier die kortikale Vergrößerung. Der andere Kortex ist hier unten. Leider ist das auch kein hundertprozentiges Kriterium. Die Kortexbreite ist auch manchmal bei reaktiven Lymphknoten vergrößert. Hier sehen Sie einen Lymphknoten, hier sehen Sie den Hilus und hier sehen Sie die große Beule des Lymphknotens. Das ist ein Lymphknoten, der natürlich biopsiert wurde, weil es eine entsprechende Anamnese gegeben hat. Und die Biopsie ist da in dieser kortikalen Verbreiterung entnommen worden und es war ein reaktiver Lymphknoten. Es ist kein hundertprozentiges Kriterium, aber es ist ein Kriterium, wo man natürlich, wenn man eine einschlägige Klinik und Anamnese hat, doch sich eine Biopsie überlegen könnte. Hier sehen Sie einen axillären Lymphknoten. Ich umfahre den Lymphknoten und hier sehen Sie die hochverdächtige Verdickung des Kortex. Also das ist eindeutig ein suspekter Lymphknoten. Also hier der Lymphknoten umrandet. Und hier sehen Sie auch eine verstärkte Durchblutung dieser Region innerhalb der Kortexverbreiterung. Und das ist auch ein verdächtiger Lymphknoten im Rahmen eines Mammakarzinom-Geschehens gewesen. Es sind zwar axilläre Lymphknoten, aber manchmal ragen die bis nach zervikal. Also bei axillären Lymphknotenmetastasen eines Mammakarzinoms ist der positive Vorhersagewert eines exzentrischen Kortex ziemlich stark. Also das gilt nicht für alle Anamnesen, aber bei einer Anamnese eines Mammakarzinoms ist das eines der stärkeren Kriterien, vor allem was axilläre Lymphknoten angeht. Also sollten Sie eine Patientin, Patient haben mit einer Anamnese eines Mammakarzinoms, ist dieses Kriterium sicher mehr zu beachten als die reine Größe zum Beispiel. Die Form eines Lymphknotens. Hier sehen Sie einen normalen Lymphknoten, hier sehen Sie einen verdächtigen Lymphknoten. Hier ist es offensichtlich zu einer Volumensvergrößerung gekommen und bei möglichst gleichbleibender Oberfläche ist die ideale Form für ein großes Volumen die Kugel und daher ist ein Lymphknoten, der schnell an Volumen zugenommen hat, wahrscheinlich kugelig und daher eher verdächtig. Hier sehen Sie also einen normalen Lymphknoten und hier einen verdächtigen Lymphknoten, der ist nicht ganz kugelig, aber er ist kugeliger als der obere Lymphknoten. Er hat sonst alle Kriterien, die normal sind, also der Kortex ist uniform breit, Sie haben einen Hilus, aber der Lymphknoten ist rundlich, hier bei einem B-Zell-Lymphom. Ist die Form überall am Hals gleich? Wir haben Regionen, in denen rundliche Lymphknoten vorkommen dürfen und nicht überinterpretiert werden dürfen. Das bedeutet, da wo Sie hinsehen, also submental in der Glandula parotidea und bei 5a, 5b an der Grenze zu Nuchal, darf es kleine Lymphknoten geben, die rundlich sind, ohne dass man sie sofort als suspekt einstuft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Kriterium der Form auch nicht in allen Halsregionen gleich stark gültig ist oder gewichtet werden soll. In den übrigen Regionen des Halses sollten die Lymphknoten eher nicht rundlich sein. In diesen Regionen ist das Kriterium der Form des Lymphknotens wichtiger. Was man auch sagen muss, ist, dass kleine Lymphknoten eher rund sind. Also sehen Sie einen verdächtigen Lymphknoten, den Sie irgendwie jetzt komisch finden, wo Ihr Bauchgefühl sagt, der passt nicht und er ist sehr klein, zum Beispiel 5 mm und er ist rund,
dann darf man das nicht werten. Ich erinnere, wir hatten vorhin das Hiluszeichen. Das Hiluszeichen darf fehlen, also ein Hilus darf fehlen bei sehr kleinen Lymphknoten. Also wir sehen, kleine Lymphknoten können problematisch sein. Da darf der Hilus fehlen, ohne dass das was bedeutet. Und sie dürfen auch rund sein, ohne dass das was bedeutet. Die Form eines Lymphknotens variiert also mit der Region, aber sie variiert nicht mit dem Alter oder mit dem Geschlecht des Patienten. Also wie Sie vorhin gesehen haben, es gibt Regionen, wo Lymphknoten eher rundlich sein dürfen oder wo Lymphknoten eher oval sein müssen. Das gibt es, aber das Alter und das Geschlecht des Patienten spielt keine Rolle. Die innere Homogenität. Sie sehen hier einen normalen Lymphknoten mit einer normalen Architektur. Sie sehen einen Hilus und Sie sehen einen Kortex. Und dieser Lymphknoten ist zwar von der Größe und von der Form her in Ordnung, aber es ist zu einer Destruktion der inneren Architektur, des normalen inneren Aufbaus gekommen und deshalb ist dieser Lymphknoten verdächtig. Ein Beispiel, hier der normale Lymphknoten und hier offensichtlich ein verdächtiger Lymphknoten aufgrund vieler anderen Kriterien, wie beispielsweise hier die Form oder die Größe. Aber wenn Sie den inneren Aufbau des Lymphknotens anschauen, sehen Sie hier echoreiche Areale, also sehr echoreiche Areale, echoreichere Areale und auch dunkle, echoarme, fast zystische Areale. Und wenn Sie so ein Chaos haben, sollten natürlich alle Alarmglocken läuten. Das ist eine Metastase eines Adenokarzinoms der Lunge am Hals. Die innere Homogenität ist auch bei Lymphomen gestört. Vor längerer Zeit ist unterrichtet worden, dass wenn Sie eine Zyste finden am Hals oder am Körper und die Zyste ist vaskularisiert, also wenn Sie einen Doppler draufgeben, sehen Sie, dass die Zyste vaskularisiert, also durchblutet ist, dann können Sie von einem Lymphom ausgehen. Das ist halt schon etwas länger her. Wenn Sie heutzutage Lymphknoten anschauen und das Bild adaptieren, um den Lymphknoten zu beurteilen, also nicht um das Umfeld zu beurteilen, also Sie wollen nur diesen Lymphknoten besser sehen, dann machen Sie das Bild heller. Es ist zu hell für die Umgebung, aber für den Lymphknoten ist es ideal. Dann sehen Sie so echoarme kleine Punkte von 1 bis 2 mm im Inneren. Hier ein anderes Beispiel eines Lymphoms. Sie sehen sogar, dass Sie hier ein Hilus haben, aber wenn Sie genau schauen, sehen Sie, dass hier alles durchsetzt ist von kleinen schwarzen Punkten, sogar der Kortex und auch der Hilus. Und das ist fast pathognomonisch für ein Lymphom. Wenn Sie so etwas sehen, dann können Sie ziemlich sicher von einem Lymphom ausgehen. Dieses Einstellen des Ultraschallbildes in der Beurteilung des Lymphknotens ist sehr wichtig. Sie sehen hier einen Lymphknoten, der scheinbar normal ausschaut. Ich umfahre den Lymphknoten. Sie sehen hier eine ovale Struktur. Sie sehen hier einen Hilus. Wenn die Größe passt, der Querdurchmesser ist in Ordnung. Ist er doch irgendwie, natürlich denken Sie sich, der muss was haben. Wenn man das Bild jetzt verstellt, also man macht das Bild zu hell, sehen Sie, wie plötzlich eine intranodale Metastase herauskommt. Also natürlich ist der Hilus vorhanden, natürlich ist der Lymphknoten nicht komplett durchsetzt, aber Sie haben hier eine intranodale Metastase eines Tonsillenkarzinoms. Die innere Homogenität kann so gestört sein, dass man den Lymphknoten gar nicht entdeckt. Also auf diesem Bild ist ein Lymphknoten vorhanden. Dieser Lymphknoten enthält eine Mammakarzinom-Metastase. Und jetzt sehen Sie, wo der Lymphknoten ist. Ich fahre noch einmal zurück. Jetzt erkennen Sie auch hier wahrscheinlich den Lymphknoten. Das ist natürlich hier jetzt im Vortrag etwas gemein, weil Sie hier kein bewegtes Bild sehen, sondern ein Standbild. Natürlich ist es beim bewegten Bild einfacher, die Existenz eines Lymphknotens zu perzipieren. Aber worauf ich hinaus möchte bei diesem Beispiel ist, dass auch wieder Mammakarzinom-Metastasen, metastatisch betroffene Lymphknoten so inhomogen sein können, dass sie sich so gut tarnen und in der Umgebung, in dem diffusen Bindegewebe der Region einfach nicht auffallen als Lymphknoten und sie so oder man so einen hochsuspekten Lymphknoten einfach übersehen kann. Ich glaube, in diesem Forum hier ist das ein bekanntes Beispiel. Also die innere Homogenität kann natürlich einschlägig für manche Pathologien gestört sein. Diese kleinen, hellen, weißen Reflexe sind typisch bei einem papillären Schilddrüsenkarzinom.
ich umfahre hier den Lymphknoten, hier sehen Sie, hier ist die Schilddrüse und hier sehen Sie den Lymphknoten und hier die intranodale Metastase mit den weißen echoreichen Reflexen, die auch sehr, sehr typisch sind für dieses papilläre Schilddrüsenkarzinom. Kleine weiße Punkte sieht man aber auch, kann man aber auch sehen bei Plattenepithelkarzinom-Metastasen. Hier sehen Sie den Lymphknoten, den wir vorhin schon gesehen haben mit der kortikalen Verbreiterung. Das war einer der Beispiele. Hier sehen Sie den Lymphknoten, der insgesamt sehr klein ist. Sie sehen hier 1 Zentimeter. Das heißt, der Querdurchmesser ist sicher weit unter 1 Zentimeter. Auffallend ist die kortikale Verbreiterung, aber noch viel auffallender sind diese kleinen weißen Punkte hier, die auch ganz typisch sind für einen Plattenepithelkarzinom metastatischen Befall. Und durch die Biopsie genau dieser Region konnte dieses auch nachgewiesen werden. Das Beispiel ist auch insofern interessant, weil das der einzige Lymphknoten war überhaupt am Hals, der aufgefallen ist. In der nachfolgenden Nektar-Section waren dann keine anderen Lymphknoten positiv. Die innere Homogenität kann auch ganz verwirrend sein. Hier sehen Sie einen Lymphknoten, hier sehen Sie auch einen Lymphknoten. Sie sehen einen schmalen Kortex, Echoarm, und Sie sehen einen großen Hilus, und Sie sehen im Inneren echoarme Bänder. Das ist Fett im Hilum. Das ist das, was wir auch in der Computertomographie oder in der MR verwenden, in der Beurteilung von Lymphknoten. Wenn ein Lymphknoten Fett im Hilum hat, ist das ein Zeichen der Benignität. Man könnte sich das so merken, dass wenn jemand gelangweilt ist, einen dicken Bauch kriegt mit Fett drinnen. Und so ist das auch bei den Lymphknoten, dass sie dann Fett im Hilus haben. Ja, hier sehen wir zwei Lymphknoten nebeneinander. Hier einen gelangweilten Lymphknoten mit einem schmalen Kortex und Fett im Hilus. Und hier sehen Sie einen großen Lymphknoten, der gerade reaktiv viel zu tun hat mit einem breiten Kortex. Vielleicht hat er noch ein bisschen Fett hier, aber insgesamt ist dieser Lymphknoten sehr groß und beschäftigt, während dieser eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Diese Lymphknoten sehen Sie über den gesamten Bildschirm ohne eine einschlägige Anamnese, dass der Patient gerade im Moment eine Therapie bekommt und ein CLL hat, ist dieser Lymphknoten eigentlich verdächtig. Aber in Kenntnis der Anamnese, dass der Lymphknoten, dass der Patient unter Therapie steht, dürfen Lymphknoten in Therapie, unter Chemotherapie so ausschauen. Sie haben große zystische Areale, sogar echoreiche Areale, die eigentlich, wenn man keine Vorgeschichte kennen würde, ist dieser Lymphknoten sehr, sehr, sehr suspekt. Also da ist es wichtig, die Anamnese auch zu kennen, um so etwas richtig einstufen zu können. Die Begrenzung eines Lymphknotens. Hier sehen wir einen Lymphknoten mit scharfer Begrenzung nach außen hin. Hier sehen wir die fingerförmigen Ausläufer, das ist natürlich verdächtig, hier wird die Lymphknotenkapsel von Tumormasse penetriert, also zuerst infiltriert, penetriert und wächst dann in die Umgebung ein. Hier ein Beispiel eines Lymphknotens, wir sehen hier natürlich Impression, aber das kann auch durch den Schalkopf sein, der Vagina carotica, wir sehen hier den Lymphknoten und wenn Sie genau schauen, sehen Sie hier einen kleinen Atompilz, hier perforiert die intranodale Metastase die Lymphknotenkapsel und wächst in die Umgebung ein. Also das ist klar hochverdächtig und auch wichtig für das weitere Staging des Patienten, weil hier eine extranodale Erweiterung des Tumorwachstums stattfindet. Die Begrenzung kann auch diffus sein, also kann auch diffus kompromittiert werden. Hier sehen wir bei einer Patientin bei Verdacht auf Tuberkulose in der gleichen Patientin zum gleichen Zeitpunkt verschiedene Lymphknoten mit unterschiedlicher Morphologie. Also hier links ein Lymphknoten, der eigentlich noch eine gute Begrenzung hat. Hier wird die Begrenzung ein bisschen lockerer, ein bisschen ödematöser. Und hier sehen wir einen Lymphknoten mit schon, da dürfte schon eine Schädigung der Kapsel vorliegen, während hier die Kapsel intakt ist. Und das ist ein Lymphknoten, der
in der gleichen Patientin, in der gleichen Region ein Lymphknoten, wo schon Ausläufer in die Umgebung zu entdecken sind. Während hier schaut das noch intakt aus, aber hier sind Ausläufer. Und so kann man verschiedene Stadien einer Kompromittierung der Lymphknotenkapsel beurteilen. Die Begrenzung eines Lymphknotens kann auch sehr, also dass hier ein suspekter Lymphknoten ist und hier der Musculus sternocleidomastoideus ist wohl klar. Dass hier ein kleiner Finger hineinragt, ist klar. Wenn man weiterschaut im gleichen Patienten, sieht man, dass der Lymphknoten natürlich weiterhin verdächtig ist und dass hier mehr in den sternocleidomastoideus einwächst. Wir sehen das hier auf größerer Breite und hier dürfte der Muskel fast bis in die andere Seite hin infiltriert sein vom Tumor. Also wir sehen hier eine breite Infiltration des Musculus sternocleidomastoideus durch eine Plattenepithelkarzinommetastase. Hier sehen Sie zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen eine CT mit Kontrastmittel und hier die korrespondierende MRT. Natürlich, über das CT brauchen wir nicht reden, aber der hohe Weichteilkontrast des MRTs ist schon beeindruckend. Aber wenn man das direkt vergleicht mit den Möglichkeiten des Ultraschalls, bin mir nicht so sicher, ob uns da mit Ultraschall so viel entgeht. Hier ein interessanter Fall einer Plattenepithelkarzinommetastase. Das ist ein Scan, der beginnt am Os hyoideum, bei der Clavicula, und wir fahren hinauf. Sie sehen hier die Schilddrüse, hier den Musculus sternocleidomastoideus. Das war sehr schnell. Ich fahre jetzt langsam nochmal vorwärts. Also hier die Clavicula. Wir sehen hier die Schilddrüse, wir sehen hier die Vagina carotica. Schauen Sie auf den Musculus sternocleidomastoideus. Ich fahre wieder zurück und bleibe hier stehen. Dann sehen Sie hier einen kleinen Lymphknoten, der nicht sehr groß ist. Hier haben wir 1 Zentimeter, also der ist sicher um 1 Zentimeter groß. Aber wenn Sie genau schauen, sehen Sie, wie dieser Lymphknoten hier den Musculus sternocleidomastoideus infiltriert. Also trotz geringer Größe dürfte dieser Lymphknoten hier in den Musculus sternocleidomastoideus einwachsen. Und da ist Größe überhaupt kein Argument. Die Morphologie klar. Aber durch die Begrenzung ist eigentlich bei bekannter Anamnese eines Primums, eines Plattenepithelkarzinom-Primums, eigentlich völlig klar. Ich mache das noch einmal in Originalgeschwindigkeit. Sie sehen immer wieder so kleine Lymphknoten daneben, die natürlich auch dazugehören, sehr wahrscheinlich. Aber dieses Areal ist hier hochverdächtig. Das Verteilungsmuster ist auch eines der Kriterien. Wir sehen hier einen betroffenen Lymphknoten, mehrere betroffene Lymphknoten in einer Region oder disseminiert über den gesamten Hals. Je nachdem, zu welche Anamnese vorliegt, können Sie so dieses Kriterium mehr oder weniger gewichten. Also natürlich, wenn Sie so einen Befund haben, hier ein Panoramabild über den gesamten Hals entlang des Musculus sternocleidomastoideus. Sie sehen viele verdächtige Lymphknoten, die so dicht aneinander stehen, dass ein neues Zeichen entsteht. Sie sehen, um den Platz besser auszufüllen, sehen Sie hier schon gerade Linien zwischen den vergrößerten Lymphknoten. Das ist das Facettenzeichen. Wenn man hier vergrößert, sehen Sie die kleinen schwarzen Punkte. Dann können Sie sich schon die endgültige Diagnose vorstellen eines Lymphoms. 1 bis 2 Millimeter große echoarme Strukturen, Knoten im Inneren des Lymphknotens. Bei einer einschlägigen Anamnese mit einer Hautveränderung, Plattenepithelkarzinom, Melanom, gibt es typische Abflussgebiete und die dazu betroffenen Lymphknoten. Natürlich ist hier die Glandula parotidea, aber auch der Kieferwinkel sehr interessant. Sollte es eben eine Anamnese eines Plattenepithelkarzinoms geben, und man wüsste auch, wo es war, und der Patient weiß, wo es war, sind diese Regionen, die im Abflussgebiet sind, da muss man viel hysterischer die Lymphknoten anschauen als andere.
Die Gefäßarchitektur, ein sehr interessantes Kriterium. Sie sehen hier einen Lymphknoten, wo die Gefäße baumartig sich in die Peripherie des Lymphknotens aufteilen. Und Sie sehen hier einen Lymphknoten mit einem Chaos. Hier gibt es keine geordnete Astabfolge. Hier gibt es am Rand des Lymphknotens sehr viele Gefäße. Hier gibt es neue Gefäßeinsprossungen, da sich ja der Tumor mehr Versorgung herbeiholt. Das Kriterium, dass die Blutgefäße den äußeren Kortexrand nicht erreichen dürfen, gilt natürlich für Untersuchungen mit normalsensitiven Geräten. Also wenn Sie einen normalen Ultraschall haben, normale Untersuchungen machen mit einer normalen Geschwindigkeit, dürften diese Blutgefäße den Kortexrand nicht erreichen. Wenn Sie sehr sensitiven Farbdoppler haben, ist es mittlerweile ganz normal, dass man diese Blutgefäße auch am Kortexrand, am äußeren Kortexrand sehen kann. Also das würde heißen, auf dieser Seite würde man Blutgefäße bis da an den äußersten Rand sehen und man dürfte das nicht als Malignitätszeichen nehmen. Das heißt, hier hat schon die Technik ein wenig dieses Kriterium überholt. Ein Chaos darf trotzdem nicht sein, korkenzieherartige Konfiguration gegen die Achse oder infiltrieren und durchwandern der Kapsel darf nicht sein, aber das Erreichen des Kortexrands ist nicht mehr so ein starkes Kriterium, wenn Sie eine Maschine mit einem sehr sensitiven Farbdoppler haben. Zwei Beispiele, zwei Lymphknoten, die sehr ähnlich ausschauen. Wenn man Farbe drüber hält, sieht man am linken Lymphknoten einen schönen Baumstamm mit schönen Ästen, die den Kortexrand nicht erreichen, und auf dieser Seite, auf der rechten Seite, sehen Sie vielleicht einen Baumstamm hier, vielleicht einen hier, vielleicht gehören die auch zusammen, aber auf jeden Fall gehört der da oben nicht dazu. Also hier dürfte es ein Zentrum geben, hier und hier. Also das ist zu viel für einen Lymphknoten. Also hier gibt es Neovaskularisation und das ist verdächtig. Links der Lymphknoten ist egal, rechts der Lymphknoten gehört zu einem diffus großzelligen B-Zell-Lymphom. Hier Plattenepithelkarzinom, Metastasen, da ist ein Gefäßchaos in diesen beiden Lymphknoten, die sind nicht in Ordnung. Leider gibt es auch solche Lymphknoten, wie hier bei der CLL, die haben eine schöne Baumstruktur. Sie sehen in der Mitte ein Sinus, Hilus, und Sie sehen hier die Blutgefäße in die Peripherie rausgehen. Zugegeben, das Bild ist sehr sensitiv geschossen, Sie sehen hier sehr viele Artefakte, aber die Baumstruktur ist eigentlich erhalten. Und das ist das Problem. Das ist in der zweiten Achse dazu. Sie sehen, die Baumstruktur ist wirklich vom Hilus ausgehend. Und das ist das Problem. Bei knapp 29% der Lymphom-Lymphknoten finden Sie eine benigne Gefäßarchitektur. Also wieder ist die Anamnese, ist der klinische Verdacht in Richtung Lymphom, ist das Kriterium der Gefäßarchitektur, der intranodalen Gefäßarchitektur, etwas schwächer als bei Plattenepithelkarzinom-Metastasen. Wir haben hier ein Beispiel eines suspekten Lymphknotens, SB-Bild, dann mit einem sensitiven Farbdoppler sehen wir, wie die Gefäßeinsprossungen sind. Und wenn wir noch sensitiveres Dopplerverfahren anwenden, sehen wir, wie hier überall Gefäße einsprießen von allen Richtungen. Das kann kein einzelner Hilus sein, das sind Gefäßeinsprossungen. Das ist ein verdächtiger Lymphknoten, der auf jeden Fall biopsiert werden muss. Bei der Gefäßarchitektur kommt es auch auf die Technik an, die man anwendet. Da gibt es verschiedene Hersteller mit verschiedenen Zugängen. Also hier ein Hersteller aus Amerika mit einem sehr sensitiven Farbdoppler und einer Gefäßdarstellung, die pixelbasiert ist, die auf B-Bild basiert ist, ohne Dopplerverfahren. Also hier ist der Winkel unabhängig. Dass das orange ist, soll Sie nicht verwirren. Das ist kein Kontrastmittelbild. Das ist bei dieser Hersteller auch gewählt worden, um diesen Modus zu visualisieren. Sie sehen hier auch sehr schön die Architektur der intranodalen Blutgefäße. Hier ein anderer Hersteller, der gleiche Lymphknoten, gleicher Zeitpunkt mit einem Powerdoppler. Powerdoppler gibt es eigentlich bei modernen Geräten eigentlich keinen Benefit mehr, außer Sie mögen die Farbe Orange. Mit einem sehr sensitiven Dopplerverfahren
Da sehen Sie gleich viel mehr Gefäße und dieses sehr sensitive Dopplerverfahren kann man noch in Schwarz-Weiß darstellen, sodass man noch besser perzipieren kann, wie intranodal die Architektur der Gefäße ist. Ein anderer Hersteller, andere Technik. Da empfiehlt es sich, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen für Ihre Maschine, dass Sie das besser einschätzen können. Hier ein Beispiel eines Lymphknotens mit einer Vaskularisation. Hier sehen Sie so ein sehr sensitives Dopplerverfahren. Und mit Fortschritt des Videos drücke ich fester auf den Lymphknoten drauf. Also Sie sehen hier die kleinen Blutgefäße, wie sie bis zum Kortex gehen, weil er so sensitiv ist. Und zunehmend drücke ich fester mit dem Schalkopf auf den Lymphknoten drauf. Das heißt, ich drücke auch natürlich die Gefäße zu. Und Sie sehen, wie es hier zu diesem Pulsieren kommt und letztlich zu einem Sistieren der Vaskularisation des Lymphknotens. Also das, was wir alle lernen im Ultraschall, festdrücken, kann manchmal auch oder ist natürlich bei oberflächlich gelegenen Lymphknoten kontraproduktiv, weil sie sich selber ein Kriterium quasi wegdrücken. Also Sie sehen, zunehmend verliert der Lymphknoten das Signal aus dem Inneren, bis es zu einem Pulsieren kommt und dann eigentlich gar kein Signal mehr. Hier unten sehen Sie, dass das Signal aber nicht abgedreht ist. Es ist weiter in der Karotis da, aber es reicht nicht. Der Druck in den Arterien des Lymphknotens reicht nicht. Man kann natürlich auch einen PW-Doppler einsetzen für das Bestimmen der Flusskurve innerhalb eines Gefäßes, innerhalb eines Lymphknotens. Wie Sie sehen hier, ähnlich wie beim Karotis-Doppler, dass man hier eine Flusskurve bekommt des Blutflusses innerhalb eines Gefäßes, eines Lymphknotens. Man kann dann durch verschiedene Indizes, wenn man sich die Systole und Diastole über einen gewissen Zeitraum anschaut, verschiedene Indizes errechnen lassen von der Ultraschallmaschine. Und dann gibt es Publikationen dazu, wie man dann noch besser verschiedene Pathologien voneinander unterscheiden kann. Das klingt alles sehr interessant. Wenn Sie sich anschauen, liegt das Problem darin, also die Beherrschung der Technik des PW-Dopplers an einem Mini-Gefäß innerhalb eines Mini-Lymphknotens. Das ist sehr zeitaufwendig. Wenn Sie es können, ist es natürlich gut, aber es ist sehr zeitaufwendig und es sind die anderen Kriterien eigentlich gut genug, um da weiterzukommen. Also das gibt es. Es gibt Publikationen dazu, die nicht schlecht geschrieben sind. Die Frage ist nur, wie Sie das in der täglichen Praxis anwenden. Zusammenfassend, die alte Hardware ist eher wahrscheinlich schlecht. Neue Hardware ist eher besser. Die Frage ist natürlich, wie gut man etwas beurteilen möchte. Wenig Auflösung ist wahrscheinlich auch eher schlecht, weil wir weniger Strukturen eines Lymphknotens beurteilen können. Wenn man jetzt mit einer verrückten Auflösung von 33 MHz Lymphknoten anschaut, kann man schon. Aber das Problem ist, man entdeckt viel zu viele Strukturen, die wir jetzt noch nicht richtig einordnen können, in benigne, maligne, egal. Für den Hals gibt es Levels. Es gibt auch für die Axilla und für Inguinal Lymphknotengruppen Levels. Am Hals die Levels sind wichtig, um Lymphknoten besser lokalisieren zu können, um dann für Nachsorgeuntersuchungen oder auch für den operativen Zugang genau zu bestimmen. Die Kriterien, die häufigsten Kriterien sind, die verwendet werden, sind der Hilus und die Größe. Aber wir wissen jetzt, dass es viel mehr Kriterien gibt und sollten Sie Lymphknoten besser beurteilen wollen, ist es natürlich besser, man nimmt alle, klar. Wenn Sie das alles verwenden, sind Sie ziemlich gut. Wie auch bei der Schilddrüse darf man nicht vergessen, dass wenn man Halslymphknoten beurteilt und man hat einen fraglichen Befund, ist man wahrscheinlich auch mit einer Probenentnahme, die einfach mittlerweile mehrfachst evaluiert ist, viel besser als die gängigen Methoden, die wir sonst bildgebend haben. Also natürlich ist eine Lymphknotenentnahme noch besser, weil noch mehr Material da ist. Aber mit einer Stanzbiopsie, so wie Sie es hier sehen in dem Video, können Sie im Zweifel einen Lymphknoten mit geringem Risiko sicher zuordnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So.
Ja, lieber Stefan, vielen Dank für deinen interessanten Vortrag. Du hast das sehr schön abgedeckt, das ganze Thema. Sehr geehrte Damen und Herren, stellen Sie Ihre Fragen unter F&A. Wir haben hier wirklich renommierte Experten. Professor Jecker macht schon viele, viele Jahre Ultraschall, war Präsident der DGUM, der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, ist aktuell Sekretär, hat mehrere Bücher geschrieben. Stefan Meng ist der nächste Präsident der ÖGUM. Also wir haben wirklich hier sehr hochkarätige Ultraschallexperten. Halslymphknoten ist ja eine große, oft ein großes Mysterium und oft sehr schwierig zu interpretieren. Und viele Leute haben sehr viel Respekt davor. Heute ist die Gelegenheit da, das zu diskutieren. Ja, Herr Professor Jecker, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ja, schöne Grüße aus Deutschland an Sie alle. Bin und, ich Sie verstehen, ja? Ja, wir verstehen gut. Sie sehr gut. Ich darf vielleicht gleich eine erste Frage stellen. Kontrollintervalle. Was würden Sie meinen? Wie oft soll man Lymphknoten kontrollieren? Gibt es hier Empfehlungen dazu oder haben Sie allgemeine Empfehlungen? Also offizielle Empfehlungen dazu sind mir nicht bekannt, muss ich sagen. Das Ganze hängt natürlich immer sehr auch von der Klinik des Patienten ab. Also wenn jemand eine vollkommen unauffällige Klinik hat und kommt zu uns nur zur Lymphknotenbeurteilung und die sind dann leicht vergrößert, dann machen wir das schon mal vierteljährlich. Hat jemand in seiner Vorgeschichte ein Plattenepithelkarzinom und kommt in die Tumornachsorgesprechstunde, dann machen wir in der Regel auch schon Kontrollintervalle von 6 Wochen, um zu gucken, ob sich da was tut. Also man muss das immer von der klinischen Seite aus sehen, wie auch die gesamte Lymphknotendiagnostik immer nur vor dem Hintergrund der Klinik letztendlich zu sehen ist, aber das hatte Stefan ja auch immer so angedeutet. Ja, vielen Dank. Ich darf vielleicht einmal gleich ein paar Fragen. Ich darf Sie noch einmal einladen, Fragen zu stellen und darf einmal die ersten Fragen aus dem Publikum bringen. Gabriele Stahl fragt, ich glaube, das ist ja schon ein bisschen diskutiert worden, wie sicher ist die Anwendung des Sulbiati-Index? Sulbiati-Index, hier geht es darum, das Verhältnis des longitudinalen Durchmessers zum transversalen Durchmesser zur Dignitätsbeurteilung. Wer mag dazu was sagen? Ja, ich kann das kurz auch beantworten. Also es ist ja auch schon angeklungen mit den Durchmessern. Wenn wir Lymphknotensonographie erklären, auch in den Kursen, dann gehen wir natürlich immer noch auf diesen Durchmesser ein. Man darf aber eins nicht vergessen. Das ist ein Durchmesser aus dem letzten Jahrhundert, der von Sulbiati festgelegt wurde. Und die Knoten, die wir damals gesehen haben, die waren größerer Natur als heute. Das heißt, für mich, für die praktische Anwendung, je kleiner der Lymphknoten, desto unsicherer ist dieser Index heute. Und bei den großen Lymphknoten, da haben wir schon so viele andere Parameter, die wir heute erkennen, die sind ja ausführlich dargestellt worden, dass wir da auch eigentlich diesen Durchmesser in der Praxis nicht mehr verwenden. So, ich weiß nicht, Stefan Meng, hast du eine andere Meinung oder? Nein, also der Professor Sulbiati hat sicher da eine große Arbeit geleistet, aber wir sind darüber weit hinaus schon. Die Geräte sind viel besser, wir sind viel sensitiver, wir untersuchen Lymphknoten, die noch oval sind und nicht rundlich. Und wir sehen, also das Ziel ist ja, intranodale Metastasen zu entdecken und nicht erst, wenn der Lymphknoten eine Riesenkugel ist. Ja. Also wir sind heutzutage besser, ja, stimmt. Ich glaube, du hast das jetzt sehr schön auch gesagt, wir sehen Dinge jetzt, die kleinsten Veränderungen, wo man schon aufpassen muss, dass man nicht aus gesunden Menschen Kranke machen muss, wenn man zu viel überinterpretiert. Da ist vielleicht, glaube ich, die nächste Frage, die jetzt auch ein bisschen ein Thema ist, von Max Schneider. Welchen Schallkopffrequenz empfiehlt Dozent Meng für die Schilddrüse? Das ist ein heißes Thema, weil es gibt jetzt Frequenzen 20, 40, 80 Megahertz und das Problem ist ja, es ist Physik, je höher die Frequenz ist, desto geringer ist die Eindringtiefe. Und wenn man sich jetzt eine Schilddrüse anschaut, die liegt ja, da muss man ja ein paar Zentimeter hinein und bereits die Geräte, die jetzt kommerziell überall erhältlich sind mit 20 Megahertz, die sehen den dorsalen Schilddrüsenanteil nicht mehr. Also ich kann es nur von mir selbst sagen, 12 Megahertz ist irgendwie so die Grenze. 10 Megahertz ist eigentlich das, was ich nehme. Aber die Frage ist an dich gerichtet, Stefan, explizit von Max Schneider. Vielleicht willst du was dazu sagen. Es ist ja so, die Geräte jetzt, wenn man 10 Megahertz aufdreht, das sind ja nicht 10 Megahertz, sondern die Firmen basteln ja hier was zusammen dann.
Ja, das stimmt. Also ich maße mir jetzt nicht an, über die Schilddrüse groß zu reden, aber natürlich der Hinterrand der Schilddrüse und auch noch der Bereich hinter der Schilddrüse sollte unbedingt gesehen werden, sonst ist das ja nicht vollständig erfasst, das Organ. Und je niedriger die Frequenz, desto besser können wir auch nach retrosternal sehen. Die Megahertz, die Maschinen angeben, sind, also die modernen Maschinen haben alle Breitband. Das heißt, sie schicken nicht nur eine Frequenz rein, sondern viele Frequenzen. Und die Frequenz wird manchmal nach dem Fokus oder nach dem Bildaufbau, die Hauptfrequenz wird nach dem Fokus oder nach dem Bildaufbau ausgewählt. Aber daneben sind noch andere Frequenzen an der Arbeit. Also ich glaube, die reine Frequenz ist zu wenig. Aber so vom Gefühl her, es muss die Schilddrüse komplett drauf sein, sonst hilft es ja nichts. Ja. Und ich glaube, das ist bei den Geräten, die jetzt jeder schon stehen hat irgendwo, so ab 12, 14 Megahertz wird das ein bisschen ein Problem. Ja? Professor Jecker, welche Geräteeinstellungen verwenden Sie oder welche empfehlen Sie denn? Ja, also bei uns ist es genauso. Wir haben einen Schallkopf, der geht bis so 10 Megahertz und damit untersuchen wir die Schilddrüse. Also höher Frequenz, da gibt es Probleme in der Tiefe. Und ich komme auch noch aus einer Region, wo die Leute in der Regel mit sehr großen Schilddrüsen zum Arzt kommen und da muss man schon manchmal den Abdomenschallkopf rausziehen. Genau, braucht es da manchmal, ja. Sebastian Petri, schöne Grüße aus Deutschland. Inwieweit spielt eine Größenzunahme eine Rolle? Gibt es Empfehlungen wie bei Knoten die 50%-Regel? Also wenn ein Knoten um 50% Volumen zunimmt, dass das dann eine relevante Sache ist. Wer mag was sagen? Also die Lymphknotenzunahme, warum würde man einen Lymphknoten in der Zeitachse beobachten, wenn man bei der ersten Untersuchung den Lymphknoten irgendwie ins Visier bekommt und der einem komisch vorkommt und man aber zu wenig Angst hat, als dass man eine Probe entnimmt, aber zu viel Angst hat, den Patienten loszulassen, dann würde ich den Lymphknoten natürlich in der zeitlichen Längsachse untersuchen, aber eine Größenzunahme alleine wäre mir zu wenig. Also wenn ich sehe, dass der Lymphknoten größer wird und er wäre verdächtig, müssten ja auch andere Kriterien anschlagen, weil die Größe alleine bei einem reaktiven Lymphknoten, das ist viel zu wenig. Ich glaube, das wird einer Anamnese von Schilddrüse oder Plattenepithelkarzinom oder sowas auch nicht gerecht. Ja, also ich muss sagen, Lymphknoten, die kontinuierlich an Größe zunehmen, da findet man ja meist eine andere Grundkrankheit auch bei den Patienten, das muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich Patienten, die, das muss man auch einfach berücksichtigen, die dann sehr nervös werden, wenn sie zur Kontrolle kommen, der wird größer und das kann ich nicht sagen 50%, das ist manchmal auch 30% und dann lassen sie es nochmal kontrollieren und nochmal kontrollieren. Und dann ist es manchmal doch auch in der Klinik ein Vorteil, so einen Lymphknoten einfach mal rauszunehmen und dem Patienten sagen zu können, so, der hat wahrscheinlich nichts, aber ich nehme den raus und dann ist Ruhe. Weil ich kenne das, gerade so Lymphknoten bei so Patienten, die so Toxoplasmose zum Beispiel hatten. Ja, die sind sehr schwer von einem Lymphom zu unterscheiden. Und da werden wir schon als Untersucher manchmal nervös, wenn die zur zweiten, dritten Kontrolle kommen. Und manchmal will ich gut einen rausnehmen und dann ist das Kapitel beendet. Aber ich würde mich da nicht an Prozente halten, das muss ich auch sagen, das würde ich individuell machen. Stanzen Sie oder nehmen Sie gleich raus? Also entzündliche Lymphknoten, die stanzen wir nicht. Bei Tumorverdacht ja. Okay. Eine Frage vom Herrn Dr. Buchinger vom Organisator der Reihe. Was ist der Unterschied zwischen Hilus und Hilum? Also das ist im Vortrag vorgekommen, das ist mein Fehler. Hilum, Hilus, verwende und Sinus ist Synonym. Ich glaube, sprachlich versierte lehnen Hilus ab. Ja, ich glaube, Hilum ist der richtige, der sprachlich korrekte Begriff, aber üblich ist es halt nicht und das war mein Fehler. Ja. Ich werde der Sache nachgehen, dass wir das bei der nächsten Diskussion wirklich noch profund beantworten können. Aber eine andere Frage, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige, vom Anton Staudenherz aus St. Pölten.
Was halten Sie von den neuen Geräten mobil mit iPhone? Das ist vielleicht, glaube ich, eine Sache, die wir wirklich jetzt ein bisschen diskutieren könnten. Was braucht man denn eigentlich für ein Gerät, um einen Hals wirklich schallen zu können? Es gibt ja inzwischen wirklich Handys mit einer App, wo man einfach ein bisschen drüber fahren kann und das wird dann automatisch noch ausgewertet irgendwo von einem Server in Shenzhen. Was ist denn die Grundvoraussetzung? Was braucht man denn eigentlich? Warum gibt es Geräte, die 3.000 Euro kosten? Warum gibt es oder nur eine App sind? Und warum gibt es Geräte, die 100.000 Euro kosten? Wo ist die Grenze? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Oder was ist die Minimalanforderung? Ja? Ja, Stefan Melling und ich, wir haben ja am Wochenende noch zusammengesessen und ein Gerät ausprobiert, muss man dazu sagen. Ja, und waren doch hellauf begeistert, was die heute schon können. Aber ich muss sagen, also im Noteinsatz oder wenn es schnell gehen muss, ja, bei der differenzierten Diagnostik würde ich diese Geräte heute noch nicht unbedingt zum Standard erklären. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Dafür ist das Gerät nicht ausgereift genug. Aber ich bin gespannt, was sich da in den nächsten 10 Jahren entwickelt auf diesem Gebiet. Da wird einiges auf uns zukommen. Also da stimme ich total überein. Es kommt natürlich darauf an, was man machen will. Will man sehen, ist freie Flüssigkeit im Perikard und man befindet sich selber im Hubschrauber als Arzt oder hockt man in einem 3000-Betten-Spital und hat 10 Geräte zur Verfügung. Das andere Thema sind Lymphknoten. Jetzt, wenn man sich auf den Vortrag jetzt bezieht, Lymphknoten sind manchmal also schwierig. Und wenn etwas schwierig ist, dann will ich alles zur Verfügung haben, um ja keinen Fehler zu machen. Also in meinen Möglichkeiten ist, die beste Hardware zu verwenden, dann tue ich das. Okay. Ja, also wir haben die Fragen aus dem Publikum, glaube ich, jetzt durch. Sebastian Petri bedankt sich noch einmal für die ausführliche Antwort. Wenn es noch Fragen gibt, nutzen Sie die Gelegenheit, stellen Sie sie schnell. Vielleicht eine Frage sind noch Kinder, Jugendliche und Lymphknoten. Wie soll man denn da umgehen? Wenn man ein Kind anschaut, sieht man ja immer Lymphknoten. Große. Wollt ihr da was sagen? Ja, also ich kriege andauernd Kinder vorgestellt, muss ich wirklich sagen. Ja, die haben ja auch noch so einen schrecklich schlanken Hals, wo man die Lymphknoten so gut tastet. Nicht? Tasten ja sogar dann die Eltern. Und so für mich gilt erstmal, und das kam ja auch in dem Vortrag sehr gut an, Level 2, also jugulofazialer Venenwinkel. Das ist für mich so eine Region, wo ich bei Kindern erstmal gar nichts drauf gebe. Da hat jedes, also ich habe kein Kind gesehen, was dort nicht vergrößerte Lymphknoten hatte. Ja, das, und wenn es dabei bleibt, dann bin ich erst schon mal ganz beruhigt und das sage ich auch den Eltern nicht. So, und dann am restlichen Hals finden sich keine auffälligen Lymphknoten. Die sind meist sehr klein. Wenn es natürlich hier nach supraklavikulär geht und wenn da vergrößerte Lymphknoten sind und das Kind hat eine entsprechende Klinik, das gehört ja auch noch dazu, die meisten haben ja gar keine Klinik, das ist ja ein Zufallsbefund, ne? Dann muss man natürlich wachsam sein. Aber ich möchte nochmal darauf eingehen, Level 2, also Karotisbifurkation, jugulofazialer Winkel, das ist eine Region, wo man bei jedem Kind vergrößerte Lymphknoten sieht. Da bleibe ich inzwischen ganz, ganz ruhig, sage ich mal. Bei Kindern würde ich auch keine absoluten Obergrenzen für Lymphknotengrößen nehmen, weil ja Kinder unterschiedlich groß sind und alt. Ein Kriterium, worauf ich halt sehr achte, ist kein Abszess oder Einschmelzung zu übersehen, weil da Kinder schneller sind als Erwachsene und zahlt sich's aus, mehr drauf zu schauen, das Hirn mehr auf das zu lenken, dass man ja keine liquiden oder einschmelzenden Areale übersieht. Und da ist eine gute zeitliche Auflösung auch sehr praktisch bei einem unruhigen Kind, weil man dann einfach drüber fährt, freezen kann, während sich das Kind austobt, kann man dann in Ruhe die letzten 20 Sekunden durchschauen. Und dann noch entscheiden, ob man eine Region mit mehr Handy, mit mehr Festhalten oder so anschauen möchte. Martin Königshofer hat sich da jetzt noch eingeschaltet.
Sind die Beurteilungskriterien der Lymphknoten bei Kindern gleich wie bei Erwachsenen? Wie gesagt, was Größe angeht, wäre ich zurückhaltender, weil Lymphknoten in Relation zur Körpergröße vom Kind schon viel, viel größer sein können, ohne dass das was bedeutet. Die anderen Kriterien, Lymphome schauen bei Kindern ähnlich aus. Abszesse schauen eigentlich auch wie bei Erwachsenen aus. Also Größe und Form sind sicher weniger, da ist weniger Gewicht drauf als bei Erwachsenen, finde ich. Ich weiß nicht, Peter? Ja, sehe ich auch so. Was wir häufig sehen, und da habe ich gerade gar nicht dran gedacht, ich dachte gerade eher an die chronischen Lymphknoten bei den Kindern, die dann immer da sind. Nicht, wenn die Kinder kommen mit schnell wachsenden Lymphknoten, dann kommen die ja vorzugsweise auch abends oder am Wochenende. Nicht? Und die haben natürlich alle Angst vor Lymphomen. Und was wir dann eben oft sehen, und dafür nutzen wir die Duplex-Sonographie, dass es eine EBV-Infektion ist, ja, weil das hat wirklich gerade mit den modernen Geräten, das ist so durchblutet. Ich meine, du hast jetzt auch mal so eine CLL gezeigt, wo das kräftig war, aber in der Regel sind das ja doch hochentzündliche Lymphknoten, EBV-positiv. Und dann sehen wir oft das schon am Ultraschall und dann sage ich schon zu den Müttern, ihr könnt mal beruhigt sein, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Virusinfektion, weil nichts macht so eine starke Durchblutung, finde ich immer, wie so eine Virusinfektion. Und das nutze ich da sehr häufig in diesen Fällen. Ja, also vielen Dank. Die Fragen aus dem Publikum sind beantwortet. Stefan, vielen Dank für deinen interessanten Vortrag. Herr Professor Jecker, vielen Dank, dass Sie sich da auch eingeschaltet haben. Vielen Dank ans Publikum für die zahlreiche Teilnahme. Freue mich, dass wir heute den Weltschilddrüsentag so ausklingen lassen mit dieser Fortbildung. Darf darauf hinweisen, dass der nächste Schilddrüsen-Donnerstag zum Thema genetische Erkrankungen geht. Unsere Herbstfortbildung wurde vorher schon angekündigt, ist gemeinsam mit der CAEK in Wien, und nächstes Jahr 2024 laden wir Sie alle sehr, sehr herzlich ein nach Seefeld zum nächsten österreichischen Schilddrüsendialog. Ich danke für Ihr Zuhören, für Ihr Kommen, für Ihre Teilnahme und darf die Veranstaltung beenden. Musik